Aus der Mitte des Volkes tritt er mit einem Mal hervor, Boris Godunow. Er soll es machen, er soll ihr Führer sein. Doch Boris ist alles andere als ein souveräner und selbstsüchtiger Herrscher und gerät unter der Last der Zarenrobe und der Krone fast ins Straucheln. Christian Pades Inszenierung für die Dresdner Semperoper löst sich von der puren Historie, wirft vielmehr einen facettenreichen Blick ins Russland der Vergangenheit wie der Gegenwart und seziert vor kalten grauen Mauern das machtpolitische Ränkespiel um Boris Godunows Regentschaft. Er wird gemacht von verschiedenen Interessen. Das Volk will ihn und die Nomenklatura oder die Politkammerilla will ihn dann auch, weil er sozusagen durch diese Schuldverquickung auch für sie eine Marionette wird. Und er zerbricht, muss zerbrechen an den ganzen Ansprüchen. Er kann es niemandem recht machen und schon gar nicht sich selber. Und er kann es auch, wie soll ich sagen, er hat keine Macht, weil sie nur geliehen ist. Normalerweise kam und kommt Boris Godunow in den nach dem Tod Modest Mussorgskis entstandenen Bearbeitungen der Oper durch die Komponisten Nikolai Rimski-Korsakow und Dmitri Schostakowitsch zur Aufführung. Auch die Dresdner Semperoper folgte lange dieser Tradition, zeigt nun aber den sogenannten Ur-Boris, die älteste Fassung des Werkes von 1869. Und diese von Kennern mittlerweile als äußerst modern angesehene Urfassung des Werkes unterstützt auf kongeniale Weise den Blick ins Seelenleben eines mit Ängsten beladenen Mannes. Die oft eigenwillige Instrumentierung und die schroff aufeinanderprallenden Tonarten, in denen sich der psychische Zerfall des Zaren Boris widerspiegelt, faszinieren auch René Pape, schaffen sie doch ein gleichermaßen bizarres wie erschütterndes Rollenprofil. Er gibt dem Volk als Zar, was er geben kann, an Behausung, an Geld, an Essen, an Wärme. Und das Volk ist einfach so gegen ihn auch aufgestachelt von außen, dass er einfach daran zerbricht, dass er nicht geliebt wird, mehr oder weniger. Die Bilanz seiner Herrschaft fällt düster aus, da Boris Godunow nicht nur sein Scheitern als Zar und Führer des Volkes eingestehen muss. Er vielmehr auch politischen Intrigen und Manipulationen ausgesetzt ist, die Gewissensqualen immer größer werden, er Wahres und Ersonnenes nicht mehr zu trennen vermag. Ein Mann also im Fadenkreuz der Machtsysteme und konkurrierender Interessen, der schließlich als Zar und auch als Mensch zugrunde geht. Suddenly, he emerges from the midst of the people. Boris Godunow. He is the one. He is the leader. But Boris is everything but a sovereign, self-interested ruler, and almost stumbles under the weight of the Tsar's robe and crown. Christian Pade's Dresden Semperoper production sets itself apart from a history built of mere facts. Instead, it casts a multifaceted glance upon Russia's past and present, dissecting the political intrigues of Boris Godunow's reign before a backdrop of cold, gray walls. Er wird gemacht von verschiedenen Interessen. Das Volk will ihn
Und die Nomenklatura oder die Politkammerilla. Various interests make Godunov. The people want him and the political elite want him as well. Since a tangle of indebtedness makes him their marionette. And he breaks. He has to break under so many demands. He can't please anyone and certainly not himself. In effect, he has no power because it's simply been loaned to him. Was eine Demokratie eigentlich tun möchte. Boris Godunov has usually been presented in the Nikolai Rimsky-Korsakov and Dmitri Shostakovich versions, created after Modest Mussorgsky's death. The Dresden Semper Opera itself carried on this long tradition. Now, however, it presents the Ur-Boris, the oldest version of the opera, dating from 1869. Viewed today as an extremely modern work, it offers a sensitive analysis of a fear-ridden psyche. Its often headstrong scoring and jagged, conflicting tonalities, reflecting Tsar Boris's psychological decline, also fascinate René Pape, who stars in this at once bizarre and deeply moving role. Gibt dem Volk als Tsar was geben kann an. As Tsar, he gives the people everything he can, housing, money, food, his affection. Yet they've been so turned against him by the powers that be that he is emotionally shattered. The outcome of Boris Godunov's reign is dismal. He must accept his failure as Tsar and his failure as leader of the people. The victim of intrigue and manipulation, his conscience plaguing him more and more, unable to maintain a grip on reality. He is a man in the crosshairs of political power and conflicting interests, doomed both as Tsar and as man.